Ich bin eigentlich schon wieder viel zu müde. Ich bin voll in die Hose. Okay, Double Kill. Hey YouTube, Tarsot Commander hier. Das Erscheinungsdatum von Battlefield 1 rückt immer näher und wenn dieses Spiel rauskommt, will ich mich ja vorwiegend darauf konzentrieren. Es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis ich eine ausreichende Menge Gameplay zusammen habe, um das exklusiv zu zeigen, aber ich habe auch wirklich noch einiges an Battlefield 4 Gameplay, das ich natürlich tendenziell gerne davor hochladen würde. Schließlich werde ich so oder so schon viel zu wenig Zeit haben, um mich mit Battlefield 1 zu beschäftigen und will dann sicherlich nicht wahnsinnig viel Zeit in weitere Battlefield 4 Videos investieren. Hier seht ihr jetzt eine Runde Waffenmeister im DLC-Modus, bei dem es nur Waffen aus den verschiedenen DLCs gibt und in dieser Runde war ich auch ziemlich erfolgreich. Damit also direkt zum Teamspeak und euch viel Spaß! Ich hätte ja dann immer eine Grafikeinstellung. Furchtbar. Mann, ey, was für eine verfickte Scheiße. Mit der Gold Magnum hat's dann, wie das bei mir meistens ist, wenn's zu den Präzisionsgewehren kommt, ein bisschen gedauert und ich bin einige Male gestorben, so dass es zu diesem Zeitpunkt der Runde eigentlich nicht so aussah, als ob sie besonders gut werden würde. Oh shit. Ja, was, das war mein erster Kill mit der Bulldog, scheiße. Das ist schon die Bulldog. Ja, das ist eigentlich ziemlich cool, aber ich krieg's dann leider von M16 die Seite. Bulldog ist aber besser, ganz eindeutig. Ich
eyes on an enemy sniper. Oh, und wir haben uns gegenseitig getroffen mit beiden Leben noch, ey. Ich hab keine Handgranate, ey. Hätte ich jetzt eine Handgranate, das wäre so geil gewesen. Das hat immer der Nachbarn, Master. Eine. Hinterm Packstein oder so. Alles, kann ich ihn messern? Also ich kann ihn messern, der rafft gar nichts. Auch wenn ich eigentlich mit meinen Kills weiterkommen sollte, ey, wenn einer so da rumsteht, dann kriegt das halt mit einem Knife. Das verdient. Ja, durch die CS5 bin ich dann überraschend gut durchgekommen, wobei ich auch sagen muss, dass die das Präzisionsgewehr mit den meisten Kills pro Minute bei mir ist. Aber dafür hing ich dann an der Unica 6 mit dem großen Visier. Jetzt hab ich mich wieder verraten. Er versucht mich zu knifen, ich hab ihn gekillt. Geil, ich hab die Railgun. Ja, so habe ich es tatsächlich noch bis zur Railgun geschafft. Trotz der kleinen Hindernisse zwischendurch war es also eine verdammt gute Runde. Aber wie ihr euch denken könnt, soll es mir nicht vergönnt sein, mal eine Runde Waffenmeister zu gewinnen. Und dementsprechend nahm auch diese dann noch ein etwas unschönes Ende. Oh, ich wurde geknifed. Fuck. Ich war der letzte Kill. Aber ich war bester bei uns im Team immerhin. Ja, immerhin. Ja, das habe ich. Ich weiß nicht, ob ich es im Gunmaster jemals geschafft habe. Jo, damit war's das dann also für dieses Video. Ich spiele immer wieder gern Waffenmeister, vor allem wenn es etwas wechselnde Presets gibt und nicht immer das nur das Standard, das mir, wie beim letzten Mal schon angesprochen, ja echt zum Hals raushängt. Und ich bin mal gespannt, ob sie Waffenmeister auch irgendwann für Battlefield 1 bringen werden. Bei den bisher angekündigten Spielmodi für das Grundspiel praktisch war es ja noch nicht dabei. In jedem Fall, denkt dran, den Gefällt-mir-Button zu klicken, wenn das Video euch gefallen hat. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal.